Dem wahrhaft ethischen Menschen ist alles Leben heilig. Auch das, das uns vom Menschenstandpunkt aus als tieferstehend vorkommt. Mit diesem Zitat von Albert Schweitzer begrüße ich euch zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium unterwegs zum Denken. Hier in Salzburg wollen wir uns heute auf die Spur des Denkens von Albert Schweitzer begeben. Denn Schweitzer gilt nicht nur als Vorläufer einer Umwelt- und Tierschutzbewegung, sondern auch als Denker, der seinen Schriften Taten folgen ließ. Wo die Spur des Denkens von Schweitzer hinführt und was es heute noch aktuell macht, sich mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, darüber spreche ich heute mit dem österreichischen Philosophen Wolfgang Kratzl. Ja, hallo Wolfgang. Herzlich willkommen in Salzburg, Zlatko. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich wieder mal hier in Salzburg bin. Du hast ja hier in Salzburg in unserer Studienzeit die Diplomarbeit zum Denken von Albert Schweitzer geschrieben. Schweitzer gilt ja als der Heilige, der runtergegangen ist nach Lamparene, dort ein Hospital gebaut hat, sich den Kranken, den Schwachen gewidmet, also sein Leben dem gewidmet hat, obwohl er hier eine Karriere hätte machen können, in Europa eine wissenschaftliche Karriere. Jetzt eine Frage, wie ist es mit seinem Denken eigentlich? Ist es heute noch aktuell für dich? Ich denke schon, also Albert Schweitzers Leben ist einerseits sehr beeindruckend, aber auch sein Denken ist beeindruckend, weil es eben gerade so aktuell ist. Wir brauchen uns nur vergegenwärtigen, in welchem Zustand sich unsere Welt befindet. Wir haben sie ja, was die Umwelt betrifft, fast an den Rand des Kollapses gebracht. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie wir Lebensmittel produzieren, mit welchen Verhältnissen hier Tiere tagtäglich konfrontiert werden, dann muss man schon sagen, dass Albert Schweitzer als Denker, der vor allem um dieses Phänomen Leben kreist und auch versucht, dem irgendwie gerecht zu werden, ein Denker ist, der sehr, sehr aktuell ist. Und der, und das macht ihn auch so interessant, über seine Schriften hinaus auch immer gesagt hat, dass er das in die Tat umsetzen will. Genau, Albert Schweitzer ist für mich deshalb auch beeindruckend, weil er einer der großen Wegweiser ist, der nicht nur in eine Richtung zeigt, sondern dann auch ganz konsequent diesen Weg gegangen ist. Dann lass uns doch in ein Café gehen und zeig mir mal, in welchen Weg Albert Schweitzer gezeigt hat und was wir daraus heute noch lernen können. Ich zeig dir jetzt den Weg ins Café und dann schauen wir, welchen Weg uns der Albert Schweitzer zeigt. Ja, schauen wir mal. Okay. Was ist jetzt eigentlich der Ausgangspunkt im Denken von Albert Schweitzer? Also eine Möglichkeit, sich dem Denken Albert Schweitzers anzunähern, ist einfach mal zu schauen, was für ein Denker er ist. Mhm. Albert Schweitzer ist Ethiker und als Ethiker beschäftigt er sich mit dem menschlichen Handeln. Das heißt, er will einfach schauen, wie wir Menschen uns in dieser Welt verhalten sollen, was wir tun sollen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wichtige Frage ist einmal, wen sollen wir überhaupt berücksichtigen, wenn wir handeln? Die nächstliegende Antwort ist unsere Mitmenschen natürlich. Also wenn wir handeln, dann sollen wir versuchen, dass kein Mitmensch irgendwie zu Schaden kommt. Unsere Menschenrechte bauen zum Beispiel auch auf diesem sogenannten Anthropozentrismus auf. Okay. Man kann diesen Kreis aber auch weiterziehen. Es gibt den sogenannten Pathozentrismus. Der sieht alle leidfähigen Lebewesen auch vor, dass man die auch mit hineinnimmt. Also die Pflanzen würden hier rausfallen? Genau, die Pflanzen würden da hinausfallen, aber sehr viele Tiere zum Beispiel würden da mit hineingenommen werden. Wir denken an Schweine. Schweine können zum Beispiel Angst verspüren, Schweine können Schmerzen verspüren, sie sind leidfähig und deshalb muss der Mensch zum Beispiel Schweine auch gut behandeln. Okay. Jetzt kann man diesen Kreis aber noch einmal weiterziehen und das tut Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ist Biozentrist. Okay. Und das heißt, dass jedes Lebewesen, egal ob Pflanze, egal ob Tier, egal ob Virus, grundsätzlich einmal berücksichtigt werden muss. Jedes Lebewesen hat eine gute Behandlung verdient. Und das ist radikal. Das ist sehr radikal. Und er drückt das auch einmal in einem sehr zentralen Zitat für sein ganzes Denken aus, wo er nämlich einmal schreibt: Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben,
das Leben will. Kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, was das bedeutet? Ja, wir Menschen sind natürlich auch Lebewesen und wir sind eingebunden in diese Welt, die voll ist von anderen Lebewesen. Und genau das will er in diesem Satz sagen. Also ich als Mensch bin ein Lebendiges, das leben will, inmitten von ganz vielen anderen Lebendigen, die auch leben wollen. Und das ergibt natürlich ein Problem, denn da kommt es auch immer notwendig zum Konflikt, denn es kann nicht alles überleben. Ja, klar. Wir brauchen Platz, wir leben in einer begrenzten Welt, ja. Wir müssen Leben vernichten, um selbst leben zu können. Mhm. Das heißt, im Biozentrismus ist von allem Anfang an eine gewisse Spannung angelegt, ein gewisses Dilemma, dem wir nach Schweizer auch so gar nicht entkommen können. Also ein Beispiel, was Schweizer da erwähnt, ist ein Vogel, der sich den Flügel gebrochen hat, den er da findet, den er sozusagen wieder zum Leben bringen will, indem er andere Leben nimmt, nämlich er bringt Fische um, um den Vogel sozusagen wieder ins Leben zu führen. Dieses Dilemma, also gibt es da eine Hierarchie bei Schweizer? Also warum dürfen die Fische sterben, warum darf der Vogel überleben? Erstens, gibt es da eine Hierarchie und wo steht der Mensch eigentlich da? Ja, unser alltägliches Denken würde da jetzt sagen, natürlich gibt es eine Hierarchie. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, dann kommen die Tiere, dann die Pflanzen. Und Albert Schweitzer sagt aber, dass das Blödsinn ist. Es gibt keine Hierarchie unter den Lebewesen. Wenn wir handeln, wenn wir Leben opfern, um ein anderes zu fördern, auch wenn wir unser eigenes erhalten wollen, dann handeln wir eigentlich immer willkürlich. Okay. Und wir werden immer schuldig an diesem Phänomen Leben. Aber andererseits sagt er ja doch, da habe ich ein Zitat herausgesucht, dass der Mensch ja doch das Lebewesen ist, das irgendwie das Licht erblickt. Und ich möchte hier das Zitat vorlesen, da sagt er, die Welt, den unwissenden Egoismus überantwortet, ist wie ein Tal, das im Finsteren liegt, nur oben auf den Höhen liegt Heiligkeit. Alle müssen im Dunkel leben, nur eines darf hinaus, das Licht schauen, das Höchste der Mensch. Und der Mensch eben sozusagen, der dieses Licht schaut, und du hast ja vorher gerade erwähnt, dieses Schuldbewusstsein hängt ja mit diesem Lichtschauer zusammen. Wie? Genau, die Natur, die liegt sozusagen im Tal, wo der Nebel noch drüber liegt. Und der Mensch ist jetzt der Bergsteiger, der hinaufgeht und plötzlich sieht er die Sonne. Mhm. Und das bedeutet so viel wie, der Mensch, der geht nicht restlos auf in diesem Kampf, in diesem Fressen und Gefressenwerden, sondern der Mensch ist dasjenige Lebewesen, das sich auch Gedanken drüber machen kann. Also unsere Fähigkeit zu denken ist nach Schweizer diese Sonne. Und nach Schweizer dürfen wir deshalb auch nicht einfach da mitmachen in dieser Natur, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das macht uns als Menschen aus. Also diese Schuld, dieses Schuldbewusstsein macht uns als Menschen aus. Genau. Alles andere, würde er sagen, ist eine Form der Gedankenlosigkeit, die aber gleichzeitig auch uns ein Stück weit unmenschlich macht. Also die Schuld treibt uns auch an, sozusagen dieses Bewusstsein zu entwickeln, mit Lebewesen, mit dem Leben ehrfürchtig umzugehen. Und das ist ja ein Schlagwort, ein sehr wichtiger Begriff für Schweizer, diese Ehrfurcht vor dem Leben. Was bedeutet das genau? Genau, also dieses Schuldbewusstsein ist der Motor seiner Konzeption. Und er verlangt jetzt vom Menschen, wenn er eben begriffen hat, in wie vielfacher Weise er schuldig wird am Phänomen Leben, dass er ein anderes Verhältnis tritt zum Leben. Und was ist das für eins? Eben, er soll ehrfürchtig werden. Und das bedeutet ganz konkret, dass er niemals Leben leichtfertig vernichtet, sondern dass er nur das Notwendige nimmt. Und dass er, wo auch immer er nur kann, Leben fördert und bewahrt. Aber Schweitzer sagt ja auch, also ein Beispiel, was in der Literatur vorkommt, wenn jetzt eine Mutter ihr Neugeborenes hier hat und eine Schlange kriecht zu diesem Neugeborenen und die Mutter weiß, wenn es jetzt beißt, diese Schlange, dann stirbt das Baby und sie bringt sozusagen die Schlange um, sie zerstört das Leben der Schlange, um das Kind, ihr eigenes Kind zu retten. Kann man dann sagen, dass die Mutter sich schuldig fühlen muss, dass sie hier die Schlange umgebracht hat? Ja, Schweitzer ist jetzt kein utopischer Denker, also er kennt diese Konflikte und auch er würde der Schlange selbstverständlich den Kopf umdrehen. Ja. Aber Schweitzer sagt eben, nur weil wir etwas aus Notwendigkeit getan haben, nur weil wir zum Beispiel Dinge essen müssen, heißt das nicht, dass wir deswegen schuldlos sind. Mhm. Also das ist sein Punkt. Auch das, was wir notwendigerweise vernichten an Leben, auch dafür haben wir die Schuld zu tragen. Diese Schuld ist etwas Existenzielles, das kann ich nicht wie ein Sakko ausziehen, sondern die haftet an meiner Haut, das ist wesensmäßig verbunden mit meiner Lebendigkeit. Interessant ist, dass wir in Salzburg hier einen Müllwagen gefunden haben, auf dem ein Zitat von Goethe gestanden ist. Und Schweitzer war ja ein sehr großer Goethe-Exeget. Und das lautet, gutes Gewissen, was einem gehört, wird man nicht los. Und wenn man es wegwürfe, also man kann den Müll nicht einfach auf die Mülldeponie bringen, sondern dieser Müll hängt immer mit uns zusammen.
Genau, das ist eben der Punkt bei Schweizer. Unsere Schuld, die können wir nicht abkippen wie den Müll auf einer Mülldeponie, sondern die begleitet uns. Was wir tun können, ist vielleicht, dass wir uns immer wieder damit auch auseinandersetzen, dass wir uns dagegen stemmen und dass wir punktuell versuchen, Leben zu bewahren, Leben zu fördern. Und Schweizer sagt das an einer Stelle auch, was wir tun können, das wird immer nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sein. Aber, und jetzt kommt's, das Wenige, was wir tun können, das ist in Wahrheit sehr viel. Und darin liegt unser Menschsein. War Schweizer eigentlich selber Vegetarier? Nein, Schweizer war kein Vegetarier. Also er war ein Mensch, der genauso natürlich gelebt hat. Vielleicht einfach mit einer anderen Haltung zum Leben. Ich habe mal gelesen, dass Schweizer sehr, das Krokodilschwänze eben sehr gemundet haben. Was sagst du dazu? Ja, ich kann das nicht beurteilen, wie ein Krokodilschwanz schmeckt, weil ich selber eben Vegetarier bin. Aber vielleicht, du hast ja mal gesagt, dass du von mir verlangst, dass wir auf deiner Hochzeit gemeinsam Fleisch essen. Und wenn es dann einen Krokodilschwanz gäbe, dann würde ich vielleicht wirklich einen Happen mit dir essen. Da nagel ich dich jetzt fest. Aber einen Satz möchte ich noch mit dir besprechen, nämlich wo Schweizer sagt, dass das Gewissen eine Erfindung des Teufels ist. Jetzt wollte ich dich fragen, wie ist das eigentlich? Kann man Schweizer auch fruchtbar machen für Menschen oder attraktiv machen für Menschen, die Atheisten sind? Das glaube ich auf jeden Fall. Also worum es Ihnen in diesem Satz einfach geht, ist, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir uns zurücklehnen, wenn wir uns da irgendwie einem guten Gewissen hingeben. Das ist nach Schweizer ein falsches Gewissen. Da verfehlen wir uns als Menschen und das ist nach Schweizer eben eine Erfindung des Teufels. Ja, dann würde ich einfach vorschlagen, dass du mich jetzt nach Salzburg zu einem Markt bringst und ich würde gerne mit Menschen darüber sprechen, was sie von dieser Schuldthese von Schweizer halten und ob Schweizers Ethik heute noch aktuell ist. Ja, ich kenne einen guten Markt mit einem guten Würstelstand. Ja, dann verführst du mich schon wieder. Dann bist du sozusagen der Teufel, der mich zur Schuld zwingt. Damit wirst du ihr Leben, Slatko. Okay, dann machen wir das. Fühlen Sie sich, wie Sie, also wie wir Menschen mit der Umwelt und mit den Tieren umgehen, schuldig, wie wir das machen? Oder ja. Würden Sie sagen, ja, wirklich? Ja, schon. Warum? Das fängt schon mit der überlangen Dusche morgens eigentlich an. Okay. Ökobilanz ist auch nicht so toll, wenn ich gucke, wie oft ich fliege und Auto fahre und in Zügen sitze. Das ist bei uns berufsbedingt. Wir sind Berufssänger. Viel unterwegs. Okay, okay. Mhm. Insofern, ja, klar, schon irgendwie. Und treibt, würden Sie sagen, dass diese Schuld Sie irgendwie antreibt, dass Sie so ein Bewusstsein entwickeln, dass Sie was anderes machen? Ja, durchaus. Ja? Mhm. Und Sie auch? Sehr vorbildlich. So, bei mir ist ein bisschen, ich bin ein bisschen schwächer. Ja. Oder sagen Sie, dass dieser Schuldbegriff, dass man sozusagen, also Schweizer sagt, man ist schuldig und gerade diese Schuld treibt einen, sollte einen antreiben, was anderes zu machen. Oder würden Sie eher sagen, dieser Schuldbegriff ist ein bisschen zu stark? Dass man sich jetzt nicht deswegen unbedingt schuldig fühlt, sondern eher... Ja, der Mensch ist ja Großmeister des Verdrängens. Okay. Und man kann ja die Schuld ziemlich gut verdrängen im Alltag. Okay. Ja. Das ist leider ein großes Problem der Menschheit, würde ich sagen. Okay. Ja. Also mich macht es ziemlich nervös zu sehen, was im Moment mit der Umwelt alles passiert. Auch jetzt, was Erdölbohrungen angeht, aber auch die Verschmutzung jetzt tatsächlich, vor allem des Pazifik, dann Fukushima und diese ganzen Geschichten. Also es ist schon etwas, das auf einem lastet, finde ich. Und komplett freisprechen von der Schuld kann ich mich da nicht. Also ich fühle mich schon mitverantwortlich, auch wenn ich da jetzt nicht den Rektor zum Schmelzen gebracht habe. Ja. Ja, super. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ja, alles Gute weiterhin. Ja, ich fühle mich nicht schuldig. Ja. Ja. Warum nicht? Weil ich selber einen Beitrag quasi machen kann, somit. Okay. Aber Sie würden nicht sagen, dass wir als Menschen so eine grundsätzliche Schuld tragen, wie wir mit der Umwelt umgehen, mit den Tieren umgehen? Oder ist dieser Schuldbegriff zu groß gefasst? Es war eine persönliche Frage, ob ich mich persönlich schuldig fühle. Also ich persönlich fühle mich nicht schuldig. Und wir als Menschen, sagen Sie? Wir als Menschen generell gibt es gute und schlechte. Also da gibt es sicher ganz grobe Unterschiede. Okay. Ja. Fühlen Sie sich schuldig, wie wir mit Menschen, mit der Umwelt umgehen und Tieren? Persönlich nicht, aber für die Menschheit schon. Okay. Weil ich tue ja kaum was. Okay. Aber dann insgesamt schon, weil ich es ja. Also, okay. Und ich trage es auch und so. Aber wenn die Tiere das größere Hirn hätten, hätten wir es nachsehen wahrscheinlich. Und kann man als Einzelner was dagegen machen, glauben Sie? Also, man kann es boykottieren, man kann Veganer oder Vegetarier werden. Ja. Aber bringt das was, glauben Sie? Ich glaube nicht. Ich bin selber kein Vegetarier, aber halt ist sehr oft kein Fleisch, aber
aber nicht dauernd. Ja. Mhm. Und ich glaube nicht, dass was bringt, weil ganz viele andere ja trotzdem essen. Mhm. Leider, also das ist irgendwie nicht bewältigbar. Irgendwie, wenn es einmal eine Riesenseuche gibt, wo man kein Fleisch mehr essen kann, dann werden wir schauen, wie es geht. Mhm. Aber resignieren dürfen wir auch nicht, oder? Naja, wir nicht, die Tiere vielleicht dann eher. Ne? Okay. Und die Natur. Okay. Okay, vielen Dank. Gell. Und, ist dieser Begriff Schuld zu groß, oder? Na schon, ich würde es einfach mal Nahrungskette nennen. Okay, so ist es denn. Und wie würdet ihr das grundsätzlich so einschätzen, wie wir mit Umwelt und mit den Tieren umgehen? Fühlt ihr da eine Schuld, dass wir Menschen so mit denen umgehen oder nicht? Oder ist Schuld eben, wie gesagt, ein zu großer Begriff? Also ich denke, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass wir über den Preis auch bestimmen können, wie wir mit den Tieren umgehen und mit der Haltung. Und natürlich ist die Haltung nicht immer sehr angebracht. Und ich denke, wenn wir selber darauf achten, was wir kaufen, können wir das auch ein bisschen beeinflussen, dass es besser wird. Na, ich finde ihn nicht so stark, okay. Denn es gibt viele Stellen, wo er wirklich angebracht ist. Schweizer sagte, dass diese Schuld uns geradezu antreiben sollte, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Finden Sie, dass das ja, da hast du vollkommen recht. Ja. Ja, hat er vollkommen recht. Würden Sie da auch zustimmen? Ja, dem stimme ich auch zu. Ja, genau. Da arbeiten wir immer gut zusammen. Ja, okay. Wir essen auch sowieso sehr wenig Fleisch, weil wir eben finden, das muss nicht unbedingt immer sein, okay. Zum Beispiel. Weil es immer falsch auch aufwächst oder wenn die Billigläden, woher kommen die, können die billiges Fleisch haben, nur weil es schlecht aufgewachsen ist. Ja. Und darum hat Schweizer auch recht, indem er immer wieder sagt, ihr habt Schuld, wenn die Welt und die Umwelt, wenn es sehr schlecht geht. Also Schweiz ist noch ein Begriff und ist aktuell. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Schweiz ist ein Begriff. Okay, ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen noch einen schönen Gerne. Tag. Dankeschön. Wiedersehen. Alles Gute. Haben wir ja gesehen, dass Menschen sehr positiv zu den Ideen von Albert Schweitzer eingestellt sind. Was sagst du dazu? Kann ich mir vorstellen. Die Philosophie Albert Schweitzers ist ja aktuell, das haben wir schon mehrfach benannt, und der Theorie nach stimmt man da schneller mal zu. Aber wie es dann konkret in der Praxis aussieht, wenn es dann wirklich um das eigene Schnitzel geht, da wäre ich gespannt, was dann die Leute sagen würden. Und einer, der sich eben, Praxis ist ein gutes Stichwort, und einer, der sich eben mit der Praxis auseinandergesetzt hat und zu Albert Schweitzer gefahren ist, um sich das wirklich konkret anzusehen, ist der Salzburger Künstler Wilhelm Kaufmann, der eben in den 60er Jahren hingereist ist und daraus ist nach Lambarene gereist und daraus ist auch dieses Porträt von Albert Schweitzer entstanden. Aber überhaupt, Kunst war für Albert Schweitzer ein sehr wichtiges Element in seinem Leben. Er hat ja auch Orgel gespielt, hat Orgel studiert, hat sich für die Orgel eingesetzt. Wie ist diese Verbindung Kunst-Kultur bei Albert Schweitzer? Er hat ja eine eigene Kulturphilosophie entwickelt. Kannst du da ein bisschen genauer darauf eingehen, was er damit wollte? Ja, wie so viele Denker im 19. Jahrhundert hat sich auch Albert Schweitzer Gedanken zur Kultur gemacht. Und was er diagnostiziert hat, war Folgendes. Nämlich, dass unsere Kultur einem Schiff gleicht. Mhm. Und er unterscheidet da den materiellen Fortschritt von einem geistigen Fortschritt. Mhm. Und den kulturellen Fortschritt vergleicht er mit dem Antrieb des Schiffes. Mhm. Und da sieht er, unsere Kultur hat einen unglaublichen Antrieb entwickelt. Also wir verbrennen Öl, wir haben alle möglichen Technologien zur Verfügung. Mhm. Und das ist aber ein Problem, weil ein Schiff hat ja nicht nur einen Antrieb, sondern ein Schiff braucht ja auch immer, wenn wir es navigieren wollen, immer dazu auch ein Ruder. Mm, mm. Und was er jetzt eben sieht, ist, dieses Ruder ist klein geblieben. Der geistige Fortschritt hat mit dem materiellen Fortschritt nicht Schritt halten können. Und das ist ein Problem. Er sieht jetzt, wenn man das mit der Titanic vergleichen will, dass wir sehr schnell unterwegs sind und wir da auf einem Eisberg zufahren, aber nicht mehr die Möglichkeiten haben, das herumzureißen. Und er sagt jetzt, wir müssen aufhören damit, uns nur materiell auszurichten. Wir müssen vor allem wieder am Geistigen arbeiten. Wir müssen an diesem Ruder arbeiten, damit wir unser Geschick wieder selbst in die Hand bekommen. Interessant ist, dass er hier besonders die Philosophie in Anspruch nimmt, weil er sagt, die Philosophie müsste hier mehr in diese Richtung gehen, um dieses Ruder, dieses Geistige eben größer zu machen. Und Schweitzer, wenn man sich seine Gestik und seine Metaphern, die er da verwendet, ansieht, dann ist er ja doch ein Kind seiner Zeit, der eben diesen Gestus der Überbietung, den findet man auch bei vielen anderen Denkern, auf die er sich bezieht, bei Schopenhauer,
bei Kant, man findet es bei Nietzsche. Also all diese Denker haben ja, Oswald Spengler ist auch ein Beispiel, all diese Denker haben versucht zu zeigen, ich weiß jetzt, wie es eigentlich abläuft. Was bei Schweizer interessant ist, er zieht daraus nicht die pessimistische Konsequenz, sondern die positive Konsequenz. Wie sieht es aus? Genau, Albert Schweitzer ist fest davon überzeugt, dass sich die Kultur erneuern lässt. Und das geschieht auf dreifache Weise. Er sagt erstens, wir müssen wieder Vertrauen in unsere Fähigkeit entwickeln, dass wir überhaupt denken können. Rationalität ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Kulturerneuerung. Der zweite wichtige Punkt, die zweite Säule, ist der Optimismus. Das heißt, wir dürfen uns da nicht irgendwelchen Weltuntergangsszenarien hingeben. Und der dritte wichtige Punkt ist eben seine Ethik, die Ehrfurcht vor dem Leben. Das heißt, bei der Kulturerneuerung dürfen wir niemals über Leichen gehen, sondern wir müssen moralisch integer bleiben, wir müssen Menschen dabei bleiben. Also Resignation ist nicht ein Begriff, den Albert Schweitzer da groß schreibt, sondern man muss über die Resignation hindurchkommen. Genau. Am Ende steht bei Albert Schweitzer die Tat. Die Tat ist ein gutes Stichwort, weil Schweitzer hat sich ja vom Geistigen, er hat ja gesagt, mit 30 höre ich auf, mich mit dem Geistigen zu beschäftigen, in Anführungszeichen, hat er auch weiterhin gemacht, sehr intensiv, aber er wollte eben durch das Medizinstudium sich eine Tätigkeit erwerben, mit der er wirklich wirken kann. Das Verhältnis zwischen Schweitzer und Philosophie ist ja gespannt. Die Philosophen werfen ihm ja vor, dass er zum Beispiel die Verbindung zwischen Theologie und Philosophie zu eng schnürt. Und zweitens ein weiterer Vorwurf natürlich, dass Schweitzer alle Philosophie reduziert auf die Ethik. Und da fallen dann zum Beispiel auch so Philosophen wie René Descartes, der Begründer der neuzeitlichen Philosophie, durchs Raster, weil seine Philosophie nach Schweitzer eben nicht zeigt, was man in die Tat umsetzen könnte. Wie siehst du das, diese Kritik der Philosophie? Ja, in diesem Punkt, da gebe ich dir recht, ist Albert Schweitzer beinhart. Aber was man ihm zugute halten muss, ist, dass er immer mit offenen Karten spielt. Mhm. Das heißt, er gibt auch Gründe an, warum ihm das Ethische so wichtig ist. Mhm. Und ich denke, der Hauptgrund ist einfach, weil das Ethische diese Welt gestaltet, in der wir leben. Und die kann entweder kunstvoll, erbaulich sein oder sie kann genau das Gegenteil davon sein. Und da ist Albert Schweitzer bereit, alles dafür zu tun und auch alles zu opfern, damit wir in einer anspruchsvollen und lebenswerten Welt leben können. Siehst du die Kritik der Philosophen auch so? Oder würdest du auch sagen, mit Schweitzer, die Philosophie sollte in diese Richtung gehen? Er spricht an einer Stelle in seiner Kulturphilosophie davon, dass die Philosophie in gewisser Weise eine Popularphilosophie werden müsste, um die Menschen auch wieder zu berühren. Die Philosophie ist zweifelsohne größer als die Ethik. Also Philosophie darf man nicht gleichsetzen mit Ethik und man darf sie auch nicht darauf verkürzen. Aber meine Meinung ist auch, eine Philosophie ohne Ethik ist auch verkürzt. Und darauf wollte Albert Schweitzer hinweisen. Ja, Wolfgang, vielen Dank, dass du heute in der Sendung mein Gast warst. Und am Ende wollte ich dich noch fragen, was würdest du den Menschen empfehlen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen? Ja, zwei Bücher. Hier mal das eine, Albert Schweitzer, Die Ehrfurcht vor dem Leben, Grundtexte aus 5 Jahrzehnten in der Beck'schen Reihe. Da hat man wirklich einen Überblick über die wichtigsten Schriften von ihm. Und hier ein zweites von Wilhelm Kaufmann, eben der schon genannte Maler, hat Albert Schweitzer in Lambarene besucht. Und wenn man sich nicht nur intellektuell, sondern auch ästhetisch mit diesen Menschen auseinandersetzen will, bietet sich dieser Bildband hier an. Und ich würde vorschlagen, der Band, der sehr berühmte Band aus meinem Leben und Denken von Albert Schweitzer, der im Felix Mainer Verlag erschienen ist, 2011, mit bisher unveröffentlichten Briefwechseln zwischen Albert Schweitzer und Felix Mainer. Mainer hat ja ein sehr enges Verhältnis immer zu Albert Schweitzer gepflegt und darin, in diesem Band findet er sich auch wieder. Und ein weiterer Band, der sich kritisch auseinandersetzt mit Schweitzers Denken, auch mit seiner Theologie, ist von Andreas Sommer rausgebracht worden, nämlich Existenzphilosophie im Christentum, Albert Schweitzer, Fritz Buri, Briefe 1935 bis 1964 und das ist auch im Beck Verlag erschienen. Und ich möchte auch die Sendung beenden mit einem Zitat aus diesem Band und ja, liebe Menschen, alle Informationen zur Sendung finden sich wie gewohnt unter www.philosophisches-experiment.com. Und dort findet sich auch die ganze Literatur und Informationen auch zur Sendung zum Nachsehen. Sommer schreibt hier: Als Philosoph und Ethiker ist Schweitzer ein rationalistischer Dogmatiker, dessen Unbeirrbarkeit ihn gerade zum Orientierungspunkt in alten und neuen Unübersichtlichkeiten prädestiniert. Wer mit Schweitzers Ethik ernst macht, hat bestimmt nicht den schlechtesten Part sich erwählt. Freilich ist es kein Part, der sich mit Lippenbekenntnissen oder selbstgestrickten Socken für den Lambarene-Bazar verwirklichen lässt.
Ja, Wolfgang, ich würde vorschlagen, wir schauen einfach uns noch ein paar Bilder an und quatschen noch ein bisschen. Über die selbstgestrickten Socken? Ja, das wäre toll.